Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und das ist Trine und ich habe gerade eben im ersten Video richtig Spaß schon gehabt. Ich finde das Spiel richtig gut und will da direkt beide spielen. Es ist Ihre Schuld. Wir müssen Sie in Verwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Aber warte mal, Figur wechseln, okay. Ich nehme mal, ich finde zwar den Zauberer noch cooler, aber ich nehme mal kurz die Lieben. Ah, das ist Schnelltaste. Sehr cool. Ist ein bisschen mühselig, oder? Ich glaube, das ist einfacher. Also es ist definitiv wie die alten Plattformspiele. Da ist jetzt Prince of Persia oder ich glaube in dem Fall ist der eindeutig die bessere Wahl. Ja, okay. Also das ist aber extrem cool gemacht mit den Charakterwechseln, um die Probleme zu lösen, die einem in den Weg gestellt werden. Okay, so wird's nicht. Ich will da hoch. Du Kacke nochmal. Mann, ist jetzt anders. Ach du Narr. Okay, er ist echt nah. So. Ach, das wäre eine Kiste gewesen, hätte ich... Ah, oh, der Zauberer, die auch einfach mit... Telekinese. Alter. Na komm, du kleiner Scheiße. Hier ist Sparta. Arme Schneckschiff. Was machen wir jetzt? Wie können wir die jetzt wiederbeleben? Schlecht. Ey, ich hab direkt sein Schild hoch.
Nein, mir keine nein, ganz Angst. Schlecht. Ganz schlecht. Komm da raus. Okay, da laufen wir mal so. Also es ist nicht gelaufen, wie ich wollte. Okay, das scheint gar nicht zu jucken. Klappt so nett, wie ich mir das vorstelle. Okay, aber die Physik ist halt cool. Der, wenn der beim Schild getroffen werden, dann drückt sie ein bisschen nach unten. Also, Gesundheitstrank konnten wir auch echt gut gebrauchen. Und Kick. Jawohl. Ey, das ist echt schön gemacht. Aus irgendwelchen Gründen erinnert mich gerade die diese Physikspielchen, ja, an dieses eine Spiel. Reingeraten. Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um alles Mädchen wieder zu widerrufen. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. Komm du erstmal hoch, Junge. Wenn das so ist. Können wir die Dinge auch einfach machen. Weil ich nicht ganz gerafft habe, für was die Erfahrung gut ist, aber egal. Ach, warte mal. Oh, das Monty. Ey, das klappt echt nicht, wie ich mir das vorstelle. Die kann irgendwie kein Rückwärtssalto. Gucken wir mal anders. Schwing mal das Ding, bis die Teile runterfallen. Okay, das war's. Da scheint mal nichts anderes drauf. Eieiei. An Myth. Myth? Scheiße, ne, weil es gibt das eine, dieses Adventure, wo irgendwie nichts Spannendes passiert. Ja, was jetzt nichts Spannendes passiert, aber wo man nichts groß machen kann, da gibt es dieses Strategiespiel. Und damals Riesenwerbung mitgemacht hat mit ihrem Molotov-Cocktail, die den Hügel runterrollen. Ich glaube, Myth ist das Adventure und Myth, ja, M-Y-T-H, das war das Strategiespiel, glaube ich. Alter, nein! Ah, Herrgott, Sakra. Wo habe ich mich denn da rein manövriert? Ich hasse es, wenn der Plan nicht funktioniert.
So, machen wir anders. Aua! Das Ding auf die Klotze gefallen. Der ist schon ein bisschen tollpatschig, der Zauberer. Oh Mann. Das hat immer gar nicht geklappt. Jawohl, jetzt hat's geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schon vorhin. Das Spiel so gut. Oh, nein, 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 falsch, 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 falsch. Nicht der Zauberer. Alter, was soll der denn da machen? Außer sterben. Toll. Na egal. Ich habe eh keine Zeit mehr. Ich bin nicht extremst in der Zeitdruck, weil 11 Spiele in Steam das Wochenende zu testen und ich habe nur 2-3 Stunden nachts mit meiner Zeit, wenn ich halt heimkomme. Ja, ich habe ja noch ein anderes Leben. Wobei ich habe letztens die Tage einen super geilen Spruch gelesen bei Science Fiction and Fantasy Rock My World auf Facebook und zwar ich spiele Games nicht, weil ich kein Leben habe, sondern weil ich gern mehrere Leben habe. Ja, das finde ich hervorragend auf den Punkt gebracht. Und mit diesem wunderbaren Spruch möchte ich mich auch verabschieden aus Trine erstmal, weil das Spiel steht definitiv auf meiner Liste, aber sowas von auf der Liste. Das finde ich richtig gut. Das ist, ich wiederhole es gern, glaube ich, im ersten Video habe ich es gesagt, die Story gefällt mir, die Charaktere finde ich skurril, der Erzähler ist toll. Die Optik gefällt mir, das Spielprinzip ist nicht ursprünglich, also früher hat mich das nie so gereizt, diese Plattform-Dinger. Mir war das zu viel gehüpft und runtergefallen und ja, ihr habt ja gesehen, es ist nicht unbedingt so, mir fehlen da irgendwie Panzer und Armeen und sowas, aber das hat mich gerade echt begeistert, das hat mir richtig gut gefallen, das hätte ich nicht, also da hat gerade eben, muss ich ganz ehrlich zugeben, Steam im Prinzip, ja, was Gutes gemacht, dass mich das am testen lassen. Weil das Ding ist meine Liste. Ich wäre am Leben nicht drauf gekommen. Er hat ja der Name, der Trine, das hätte mich direkt abgeschreckt. Ich hätte mich nicht weiter informiert. Dann noch der Schmetterling auf der Schrift. Da hätte ich mir gedacht, ach Gott, das ist irgendwas auf dem Ponyhof. Ja, aber wunderbar. Ganz wunderbar. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.